Und da sind wir wieder in der Lobby-Stage. Ja, guten halber Tag oder ein bisschen mehr als ein halber Tag. University Future Festival 2024 ist schon rum. Ich hoffe, es gab schon viele Inputs, tolle Impulse, die ihr mitgenommen habt. Und ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier in der Lobby ein kleines Gespräch führen darf. Und zwar sind wir ja hier in Berlin angedockt an die Mainstage, aber das ist nicht die einzige Präsenzbühne. Es gibt noch mehr Präsenzbühnen. Und ganz neu dabei in diesem Jahr ist unsere Partnerbühne in Leipzig. Und die hat den Track Structures and Strategies übernommen. Es geht also um Strukturen und Strategien für die Zukunft der Hochschulen da in Leipzig. Da gab es heute den ganzen Tag über schon Keynotes auf der Bühne zu dem Thema, Diskussionen und auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Und die Kernthemen auf der Bühne waren oder sind, was sind so die Innovationstreiber und B, wie ist so der Blick in die Zukunft auch mit Blick auf die Herausforderungen, die da auf uns warten? Und da natürlich insbesondere die Frage, wie sich diese globalen Krisen selbst auf kleine Unis niederschlagen. Und im Rahmenprogramm ging es auch um strategische Themen, unter anderem um auch eine sehr wichtige strategische Frage, nämlich den Umgang mit Diversität. Wie geht man da mit um? Wie geht das in die Uni-Kulturen ein? Was muss man da beim Aufbau beachten? Und mit dabei bei diesem Rahmenprogramm war Miriam Grünz, die mir jetzt zugeschaltet ist. Sie ist Teamassistentin der Koordinierungsstelle Chancengleichheit Sachsen. Und da kümmert sie sich in enger Zusammenarbeit mit den beiden Koordinatorinnen um die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Koordinierungsstelle. Und das ist genau das Thema, über das wir jetzt sprechen wollen. Denn Veranstaltungen spielen ja auch spielen eine große Rolle im Hochschulkontext. Und wie man da auf die Diversität achten und eingehen kann, das ist jetzt unser Thema. Miriam, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Danke für die Einladung und ich freue mich sehr, mit dir jetzt hier die 15 Minuten Pause verbringen zu dürfen. Das Meetup war heute Mittag, ne? Ist genau. Gut gelaufen, war. Ist super gelaufen. Wir haben ja gute Resonanz, auch super Impulse mitgegeben. Wir hatten ja verschiedene Themen eben zum Thema KI und die Auswirkungen für die Bildung von morgen. Und genau, mir brummt der Kopf, so viele neue Ideen und Impulse hat es gegeben. Und es war ein spannendes Format auch. Also wir haben das zum ersten Mal ausprobiert, ein World Café mit 4 Thementischen, 10 Minuten. Und das ist rasant. Da muss man schnell auf den Punkt kommen und darf sich auch nicht verzetteln. Aber das hilft auch dann, Prioritäten festzulegen. Ne? Oder wo gucken wir als erstes hin, bevor wir uns im Klein-Klein verlieren. Ja, das war sehr aufregend. Genau. Ich glaube, so geht es hier allen, dass der Kopf brummt vor Impulsen. Genau. Ne? Aber genau, ja. Ich hatte ja angekündigt, wir wollten über Diversität bei Events sprechen. Das genau. War ja auch das Thema. Was verstehst du denn unter so einer diversitätssensiblen Veranstaltungsplanung? Und warum ist das jetzt auch für die Hochschulen tatsächlich ein Thema? Erzähl mal. Ja. Genau, also für meine Arbeit bei der Koordinierungsstelle und auch für unser Team sind wir einfach, ist es uns wichtig, eben die breite Masse, sage ich mal, ne? Also dass es ReferentInnen, TeilnehmerInnen oder auch Mitarbeitende an den Hochschulen, dass wir die erreichen und eben auch mit einbeziehen. Und das sollte sich natürlich dann auch im Programm und unseren Veranstaltungen widerspiegeln. Und wir sind es dann eben bemüht im Team, alle beteiligten Personen unabhängig von Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung oder Behinderung mit einzubeziehen und auch zu respektieren. Und ich denke, das ist für die Hochschulen, die auch immer wieder diverser werden, wie auch heute beim Grußwort Professor Midell, Prorektor von der Uni Leipzig, gesagt hat, dass das ein Thema ist und was auch die Zukunft gestaltet. Haben hier die Hochschulen eine besondere Aufgabe, weil sie sind ja eben Orte des Lernens und Austauschens für Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen. Und das sollte sich dann halt auch in den Veranstaltungen widerspiegeln, dass eben Mitglieder der Hochschulen die Chance haben, sich zu beteiligen und an den Veranstaltungen teilzunehmen. Und das bedeutet halt alle und nicht nur eine bestimmte Gruppe. Denn ich denke, der akademische Diskurs lebt von dieser Vielfalt und wird dadurch definitiv bereichert, weil so auch innovative Ideen gefördert werden können, irgendwie Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden können und auch komplexe Fragestellungen
besser beantwortet werden können, wenn wir eben alle Menschen und Sichtweisen versuchen mit einzubeziehen und so dann eventuell auch zu einer kreativen Lösung finden. Mhm. Und natürlich, drittens, der dritte Punkt, Hochschulen haben eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft, ne? Und das darf man einfach nicht vergessen. Und sie sollten, also ich bin der Meinung, sie sollten eben Orte sein, an denen eben Inklusion und Gleichberechtigung gelebt wird. Und dass eben auch in den Veranstaltungen diese Werte sich widerspiegeln und so auch ein Engagement aller Beteiligten ermöglicht wird. Mhm. Und es zeigen ja jetzt auch die aktuellen politischen Debatten oder auch die so Entwicklungen hier bei uns in Deutschland, dass die Hochschulen schon daran gelegen ist, eben so ein Ort auch zu sein. Mhm. Genau. Kann ich mir vorstellen, dass da viele nicken zustimmen und sagen, ja, sehe ich auch so. Aber am Ende des Tages muss man das nicht nur gut finden, sondern ja auch dafür sorgen, dass es wirklich passiert. Ne? Das ist ja dann am Ende nochmal ein ganz anderer Punkt. Genau. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr wirklich mit den Veranstaltungen überhaupt auch alle Interessensgruppen ansprecht? Ja, meine Herangehensweise ist wie bei jedem anderen Projekt. Wir brauchen eine gute Projektplanung, einen Zeitplan. Und bevor ich natürlich anfange, mache ich immer eine Bedarfsanalyse. Das heißt, ich beschäftige mich mit den möglichen Bedürfnissen und Erwartungen der Zielgruppe. Entweder ich frage das durch Umfragen ab oder einfacher ist es natürlich an den Hochschulen, dass ich mich an die Expertinnen im eigenen Haus wende. Das sind dann eben zum Beispiel die Inklusions- und die Gleichstellungsbeauftragten. Oder an den größeren Universitäten gibt es auch Stabsstellen für Chancengleichheit und Diversität. Wenn die Personen haben das Wissen, ja, die sind in den Themen drin und die können auch helfen, mögliche Bedarfe, die bei solchen Veranstaltungen eben gegeben sind, zu beschreiben und auch Lösungen dafür zu finden. Und ich selber bin letztens wirklich auf eine super tolle Plattform gestoßen, die kann ich nur jedem empfehlen. Das ist eine neue digitale Plattform, die heißt Blind Date. Das ist ein Projekt vom Shuffle, auch finanziert von der Stiftung für Innovation. Und Blind Date wird anhand von Personas, die quasi eine Behinderung haben, erklärt, welche Barrieren im Studium, in dem Alltag auf sie, auf welche Barrieren sie stoßen. Und so soll eben für den Nutzenden eben Bewusstsein sensibilisiert und auch für die möglichen Lösungen gibt es dann Handlungsleitfäden. Also das ist super cool gemacht, das Projekt wächst auch weiter und das kann ich wirklich nur empfehlen. Blind Date. Mhm. Genau. Hast du da so ein Beispiel für uns, was die zum Beispiel da so geschildert haben? Kannst du das gerne? Also zum Beispiel die eine Person, ihr Name ist Michelle und ich glaube, Michelle hat Morbus Crohn. Und was bedeutet das? Quasi eine chronische Erkrankung, also in dem Falle ist es ja eine Darmerkrankung. Was bedeutet das für ihren Studienalltag? Ja, was muss... natürlich ist dann digital an der Veranstaltung teilnehmen einfacher, als in die Uni zu gehen, wenn man nicht weiß, wie die Toilettensituation ist, ja. Oder welche Schmerzen damit auch verbunden sind und wie man dann vielleicht auch Alternativen in Prüfungsformen oder überhaupt der Studienalltag. Ja, genau. Klar, das sind so Sachen, auf die kommt man so nicht. Ne? Genau. Okay. Und da bin ich auch schon beim nächsten Punkt. Natürlich mit der Bedarfsanalyse müssen wir auch über Barrierefreiheit sprechen, beziehungsweise eben Bedarfe, die es bei Veranstaltungen gibt, damit eben uneingeschränkt alle Menschen teilnehmen können. Veranstaltungsorte in Präsenz sollten dann natürlich nicht nur physisch zugänglich sein, sondern auch die Inhalte sollten zugänglich sein. Und da kaufen wir halt dann zum Beispiel GebärdensprachdolmetscherInnen und SchriftdolmetscherInnen ein, die Veranstaltung begleiten. Und gegebenenfalls können wir auch persönliche Assistenzen bereitstellen. Wer da noch nicht so viel Ahnung hat, den kann ich nur bei der Planung verschiedene Checklisten empfehlen. Mit denen arbeite ich auch. Die sind super hilfreich. Und ihr findet da zum Beispiel eine Checkliste bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit. Die haben sich auch schon damit, also ihr müsst es nicht neu erfinden. Man muss nur wissen, wo man es findet. Ja. Kannst du nochmal sagen, bei welcher Stelle war das? Bundesfachstelle für Barrierefreiheit. Okay. Genau. Und neben der Barrierefreiheit
Bei der Veranstaltung legen wir auch viel Wert auf eine barrierefreie und diversitätssensible Öffentlichkeitsarbeit. Das bedeutet, dass all unsere Plakate, Grafiken, Flyer alle ein barrierefreies Design haben. Ja? Also mit Kontrastchecker, die Schriftgrößen, gegebenenfalls Alternative in einfacher Sprache. Und auch unsere Website ist barrierefrei. Und auch auf Social Media versuchen wir, alle möglichen Standards der Barrierefreiheit zu erfüllen. Bedeutet dann für die Arbeit, dass wir für Bilder Alternativtexte erstellen. Videos haben immer Untertitel. Wir achten darauf, dass der Text groß genug ist, nicht auf irgendwelche Hintergründen und so weiter. Und auch hier kann ich euch wirklich einen guten Tipp geben. Wer dann einen Einstieg in die Thematik sucht, den empfehle ich das Portal von Teilhabe 4.0. Teilhabe 4.0, die bieten nicht nur eine Toolbox an zu barrierefreier Kommunikation, sondern auch Schulungsmaterial und haben auch ein Schulungsportal, wo man mit echten Menschen dann kostenlos Schulungen besuchen kann. Ach, super. Genau. Also, gibt schon eine Menge zu dem Thema, man muss es nur finden. Ne? Richtig. Mhm. Nee, man muss es wirklich nicht. Und für die eigene Arbeit führen wir dann halt, um uns auch immer permanent zu verbessern. Ja, es ist ja nicht, also das ist ja kein Stillstand, sondern es gibt ja immer viele Entwicklungen, dass wir halt Wert legen auf Evaluationen und Rückmeldungen. Wir bitten auch dann die Personen, die an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben, eben an der Evaluation teilzunehmen und uns Feedback zu geben. Und das versuchen wir dann auch für die Zukunft einzubauen. Genau, oder eben kleine Lessons learned, uns aufzuschreiben, was hat funktioniert, was nicht, was müssen wir bei der Technik beachten. Mhm. Dass wir diese, genau, so eine gelebte Fehlerkultur auch, die auch in dem Bereich sinnvoll ist. Mhm. Genau. Und wie kann ich das Ganze so von Anfang an bei der Planung so als Grundprinzip denn verankern und mitdenken? Tatsächlich gibt es 5 Grundprinzipien, die finde ich, sind, wenn man die also beachtet, kommt man schon ganz weit. Das sind die 5 Grundprinzipien, die hat zum Beispiel auch die Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie und in Leipzig, die haben einen Leitfaden entwickelt zu diversitätssensibler Veranstaltungsplanung. Gibt es auch online. Und diese 5 Grundprinzipien garantieren eben, oder sollen garantieren, dass Veranstaltungen eben inklusiv und zugänglich sind und dass dadurch auch dann die Qualität gesteigert ist. Eins zum Beispiel wäre das Zwei-Sinne-Prinzip. Das bedeutet einfach, dass alle Informationen mindestens mit 2 Sinnen wahrnehmbar sind. Also sehen, hören, fühlen. Damit Menschen, die eben eine Einschränkung bei einem dieser Sinne haben, das ausgleichen können. Also eben, dass zum Beispiel bei PowerPoint-Präsentationen nicht nur der Text erläutert wird, sondern auch Bilder nochmal erklärt werden, was ist darauf zu sehen und was ist wichtig. Genau. Oder zum Beispiel ein anderes Prinzip ist halt Offenheit für alle. Das bedeutet eben, Ziel soll es sein, alle Angebote im Rahmen von einer Veranstaltung, ob in der Planung, Durchführung oder Nachbereitung, dass die unabhängig von den Fähigkeiten und Einschränkungen einer Person zugänglich und nutzbar sind. Genau. Und da gilt es dann eben für Mobilität oder sehbeeinträchtigte Personen eben Hilfsmittel zu stellen. Oder dass ich in meiner Kommunikation auf diversitätssensible Sprache achte. Mhm. Genau. Also eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, sofort logische Dinge. Ne? Man muss es nur, wie du sagst, vielleicht als Checkliste einfach haben, um dem auch gerecht zu werden und wahrscheinlich auch wirklich einfach mit diesem Blick in das ganze Thema so reinstarten. Mhm. Ne? Super, dass du ein bisschen in uns einen Einblick in dieses Thema gegeben hast. Ein Teil des Rahmenprogramms in Leipzig war das, von der Partnerbühne in Leipzig, die den Track Structures and Strategies, oh, ist das kompliziert zu sprechen, kleiner Zungenbrecher hier, übernommen haben.
Dankeschön für diesen kleinen Impuls und ich verabschiede mich damit auch für heute aus der Lobby Stage. Hier geht es ja jetzt noch ein kleines bisschen weiter, aber das war für uns für heute das letzte Interview hier aus der Lobby. Aber wir sind schon ab morgen wieder für euch morgens am Start.